wir feiern deine Auferstehung, feiern deinen Tod und zu deinem Fest. Wir kommen hier zusammen und feiern nun ein Fest, und Jesus wird in unserer Mitte sein. Wir kommen hier zusammen und feiern nun ein Fest, ein jeder soll von Herzen sich freuen. Wir feiern dir zu danken, du guter Jesus Christ, alles, was du uns gibst. Wir kommen dir zu danken, du guter Jesus Christ. Wir danken dir, dass du uns alle liebst. Wir kommen hier zusammen und feiern nun ein Fest, und Jesus wird in unserer Mitte sein. Wir kommen hier zusammen und feiern nun ein Fest, denn jeder soll von Herzen sich freuen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns von Herzen liebt, er sei mit euch. Liebe Volksschüler unserer Volksschule Schönau, liebe Lehrerinnen, liebe Frau Direktorin, liebe Eltern, die ihr gekommen seid, liebe Gottesdienstgemeinde, alle zusammen. Wir sind jetzt zusammengekommen, um Fest zu feiern. Im Hereingehen habt ihr das Weihwasser genommen und euch selbst begrüßt, das verborgene Gottesleben in euch, das wachsen möchte, das man aber gießen muss dafür. Ihr habt Jesus Christus im Tabernakel begrüßt mit der Kniebeuge, er, der im Leib Christi gegenwärtig ist. Wir haben den Altar begrüßt mit dem Kuss und der Verneigung als Zeichen der Liebe, die wir haben zu Jesus, der sich hier am Altar, am Kreuz für uns hingegeben hat. Und wir haben einander begrüßt. Ich euch, die ihr der Leib Jesu hier seid, seine Arme, seine Füße, sein Mund, und ihr, mich und Pfarrer Josef, die wir euch zeigen dürfen, was Jesus zu euch spricht, was er für uns tut. Nach dieser Begrüßung, die mit dem Begrüßungslied das Herz uns ganz geöffnet hat, sind wir angekommen, mit offenem Herzen. 40 Tage haben wir uns vorbereitet auf das Osterfest, wir sind noch dabei. 40 Tage haben wir uns bemüht, auf manches zu verzichten, was wir nicht unbedingt brauchen, und mehr Gutes zu tun als sonst dem Nächsten, damit wir so werden, wie uns Jesus, der Lehrer der Liebe, es uns vorgelebt hat, damit wir mehr und mehr zur nächsten Liebe kommen. Hören wir jetzt in den Kyrie-Gedanken, was uns Jesus zeigt, wie er an den Menschen gehandelt hat. Herr Jesus Christus, du bist für alle Menschen zur Welt gekommen, für Arme und Reiche, für Gesunde und Kranke, für jene, die sich Sorgen machen, und für jene, die glücklich sind. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, Herr Jesus Christus, du bringst allen die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu uns Menschen. Du hast Arme reich beschenkt, Kranke geheilt und alle Sorgen der Welt auf dich genommen. Herr, erbarme
Jesus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben. Gott hat dir ein neues Leben geschenkt. Du rufst uns zu. Kommt alle her zu mir. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, wo wir nicht in dieser Liebe, die uns Jesus vorgelebt hat, gewesen sind. Erlasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, bald feiern wir das Osterfest. Wir feiern, weil Jesus aus Liebe sein Leben hingegeben hat für uns. Wir feiern, weil du, Jesus, ein neues Leben geschenkt hast. Lass uns immer wieder die große Liebe spüren und hilf uns, dass auch wir liebevoll und hilfsbereit zueinander sind und in Freude miteinander leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Elise wird uns jetzt die Worte des Propheten Jesaja verkünden. Der Glaube kommt vom Hören der frohen Botschaft. Lesung nach Jesaja. Die Menschen im Volk Israel klagen: Gott hat uns verlassen, er hat uns vergessen. Gott aber spricht: Kann denn eine Frau ihr Kind vergessen, eine Mutter ihren eigenen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse euch nicht, das verspreche ich. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. So spricht der Herr: Ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich gehört habe von meinem Vater. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe kleine und große Schwestern und Brüder in unserem Glauben. Frau Weißengruber, unsere Religionslehrerin, hat uns heute ein wunderbares Thema vorgegeben für unsere Ostermesse. Man sieht es ja schon vorne am Altar, da kennt sich jeder aus, was da gemeint ist. Was ist gemeint? Jesus liebt uns. Wer so ein großes Herz hat, da kann viel Liebe durch. Unsere Erstkommunionkinder, die üben das ja heuer schon so besonders, dass wir ständig mit einem offenen Herzen im Liebestrom Gottes da sind. Und das haben wir heute auch gehört bei den Abschiedsworten Jesu, die er beim letzten Abendmahl gehalten hat. Nächste Woche kommen wir ja zu diesem letzten Abendmahl. Das Abschiedswort, liebe Kinder, erinnert euch, was hat er da noch uns gesagt? Die letzten Worte sind immer die wichtigsten Worte eines Menschen, wenn er von der Erde gehen muss, weil er sterben muss, sagt er noch das Wichtigste, was er auf der Erde gelernt hat. Das ist übrigens die Zusammenfassung von seinen ganzen Worten, von seiner ganzen Frohbotschaft. Wie hat er da nochmal gesagt? Gott liebt. Gott liebt. Wer das immer weiß, der hat den Lehrer Jesus verstanden. Und heute hat er sogar noch genauer gesagt: Wie mich Gott, der Vater, liebt, so genauso liebe ich euch. Also der Gott liebt jeden von uns. Das ist eine großartige Erkenntnis. Ihr müsst es nur reinlassen in die Herzen. Der Gott liebt jeden von uns genauso viel, wie die Liebe in Gott selber ist zwischen den drei göttlichen Personen. Genauso viel liebt er jeden von uns. Keiner darf mehr sagen, mich mag keiner. Einer mag uns ganz viel. Das war seine frohe Botschaft. Und dass wir das dann auch wirklich glauben, weil in unserer Welt ist ja nicht immer so liebevoll miteinander. Das kommt aber von uns Menschen leider und nicht vom Gott. Damit wir das auch glauben können, hat er ein Abschiedszeichen gemacht. Er hat heute aufgepasst. Ganz was Seltsames hat er gemacht. Wer schon weiß, was beim Abendmahl passiert, was hat er da gemacht? Justin. Genau das werden wir hören nächste Woche am Donnerstag. Auf einmal tut er sein Gewand weg, bindet sich eine Schürze um und fängt an, seinen Jüngern, eigentlich seinen Schülern, die Füße zu waschen. Jetzt stellt euch einmal vor, eure Lehrerinnen würden das Gleiche für euch machen. Lehrer und Schüler, mit der Jesus und seine Jünger.
bei den Mamis, da kennt sie es ja schon. Haben euch die Mamis schon mal die Füße gewaschen? Ja. Oh jo. Besonders, wenn sie ein wenig stinken. Und tut das gut? Ah, oh, das tut sogar sehr gut, gell? Da spürt man, ah, Mama mag mich, die tut was für mich. Übrigens, die Lehrerinnen, die tun das auf andere Weise, wenn sie es schon bemerkt habt. Indem sie lieb sind zu euch. Denn das war das Zeichen mit dem Füßewaschen. So lieb, wie ich zu euch bin, dass ich euch sogar diene wie ein Diener. Genau so sollt ihr lieb zueinander sein. Das ist dann der nächste Schritt. Nicht, dass man sich zufrieden gibt, oh Gott mag mich, super. Sondern der nächste Schritt von Jesus war, und jetzt fangt an, dass ihr einander so viel Liebe gebt, wie es es bei mir erlebt. Das ist heute die Botschaft. Wie hat es dann geheißen? Damit meine Freude in euch sei. Weil wenn uns wer gern hat, wie sind wir da? Froh. Keiner hat eine größere Liebe, als wer sein Leben gibt für die Seinen. Wer für die anderen da ist, für die anderen da ist. Und dabei wird er froh werden, glücklich. Denn die Liebe, die ist glücklich, wenn es den anderen gut geht. Da drüben sehen wir unsere Schafalherde von der zweiten Klasse. Die haben diesen guten Hirten im Blick. Und damit das Leben im himmlischen Glück, das wünsche ich euch jetzt, dass das in der nächsten Woche ihr euch auch anschaut, am Palmsonntag, wie der Jesus, der Friedenskönig, bei uns einzieht in die Kirche, am Gründonnerstag, wie er uns die Füße wäscht, jeden von uns, zeigt, ich mag dich. Übrigens, beim Füßewaschen ist auch noch drinnen das Saubermachen. Die dritten, vierten und die zweiten Klassen haben sich vorbereitet auf Ostern mit einer schönen Osterbeichte. Wo wir manchmal nicht so lieb sind, dürfen wir um Verzeihung bitten und dann wieder ganz frei als Gotteskinder weiter üben. Gründonnerstag. Und dann werdet ihr noch erleben am Karfreitag, wie er sein Leben der gute Hirte wirklich hingibt. Und am Ostersonntag, wie die Liebe von Gott stärker ist wie das Böse in der Welt und wie der Tod. Das alles wollen wir im Blick haben, diese Tage. Christus im Blick, ein im himmlischen Glück der Liebe. Jetzt wollen wir unsere Fürbitten vor Gott aussprechen. Guter Gott, mit Jesus hat ein neues Leben begonnen. Lass uns spüren, wie gut es ist, dass wir Ostern feiern können. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, lass die Menschen, die heute alleine und einsam sind, durch ihre Mitmenschen erfahren, dass du sie liebst. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, schenke allen Menschen die Osterfreude, damit sie spüren können, dass Jesus wirklich lebt. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, schenke unseren Verstorbenen das neue Leben bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. In einer kurzen Stille kann jeder die größte Bitte, die er selbst an Gott hat, jetzt still aussprechen. Was wir uns am meisten von Gott wünschen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, du hast uns Jesus, deinen Sohn, gesandt, der uns den Weg zum Glück zeigt. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen zur Gabenbereitung.
Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen, mit offenem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Erschaff meine Schuld und meinen Sünden mach mich rein. Habt ihr gesehen, der Priester wäscht sich auch, damit wir ganz rein vor Gott sind, der jetzt mit uns Mahl feiert. Das Mahl Jesu mit uns, sein Liebesmahl. Lasst uns beten. Guter Gott, wir haben Brot und Wein auf den Altar gebracht, als Zeichen unseres Lebens. Unsere Mühen und unsere Freuden. Wandle unser Leben, damit wir mehr und mehr deine Liebe spüren und weitergeben können durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich zu preisen. Du liebst uns, darum schenkst uns die schöne, weite Welt. Du liebst uns, darum schenkst uns Jesus Christus, deinen Sohn. Du liebst uns, darum führst uns hier zusammen, als seine Schwestern und Brüder. Für deine große Liebe danken wir dir. Wir preisen dich mit den Engeln und Heiligen und rufen. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, so bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. In am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum
reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus vergießt sein Blut für uns. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir miteinander beten und singen, wie uns Jesus beten gelehrt hat. Beim Beten öffnet sich das Herz wie bei einem Förderband. Kommt die Liebe zu uns. Und das soll kein kleines Förderband sein, wo man gar nicht dran denkt, sondern ein großes, weites, wo das ganze Herz gefüllt wird. Reichen uns die Hände. Der du bist im Himmel. Ewigkeit. Amen.
Auferstandene Jesus trat in die Mitte seiner Jünger. Er ist jetzt mitten unter uns in der heiligen Kommunion. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Friede. Dieser Friede in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Schule, in unserer Welt. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Friede kommt von Gott und wir geben den Nachbarn links und rechts diesen Frieden weiter. Jeden geht er dann wieder zum nächsten Nachbarn. Ausgehend oder hier, Kinder, der gute Hirte, der als Opferlamm sein Leben gab. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus, der Empfang deines Leibes und Blutes, bringe uns nicht Gericht, Verdammnis, sondern Segen und Heil. So seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Die heilige Kommunion für die dritte und vierte Klasse soll uns ganz stärken, so zu werden wie Jesus. Die erste und zweite Klasse bekommt ein Kreuzzeichen zum Segen. In einem Monat gibt es dann schon den Leib Christi für unsere Erstkommunionkinder. Die Erwachsenen bitte ich, in den Mittelgang zu kommen, zur Kommunion. Der Mesner wird hinten in der Mitte austeilen.
Wir spüren noch in uns hinein, wer jetzt in uns ist, weil er uns mag, uns die Freude des Himmels bringt. Die Schüler der 4. Klasse haben sich Gedanken gemacht, wie wir die Liebe Gottes spüren können. Ostern ist kein vergangenes Ereignis. Jesus Christus ist auch heute mitten unter uns. Ich kann die Liebe Jesus spüren, wenn ich leise bin und bete. Wenn ich in der Familie helfe, spüre ich Jesus. Wenn ich in der Kirche bin, spüre ich die Liebe Jesu. Ich spüre Jesus überall. Wenn ich Mama und Papa liebe, dann spüre ich auch, dass Jesus mich liebt. Wollen wir auch jetzt spüren, wer uns gerade mit Glück beschenkt? Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du sagst zu uns, ich bin der gute Hirte. Du hast uns gern, wie ein guter Hirt seine Herde. Du führst und begleitest uns. Du bist immer um uns und sorgst dich um uns. Du schenkst uns immer wieder deine Liebe. Dafür danken wir dir heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Ich danke euch jetzt für euer Mitfeiern dieser heiligen Messe. Das war ein wirkliches Mahl Jesu mit uns, seinen Freunden, ein Liebesmahl. Danke für die Vorbereitung, für alle Unterstützung der Lehrkräfte, dass man so singen lernt. Das ist auch was Schönes. Das macht auch das Herz offen. Denn im Himmel, da wird immer gesungen. Wir aber nehmen uns heute mit, Kinder, wer wäscht wem die Füße? Wir wollen zueinander so lieb sein, wie es uns Jesus vorgezeigt hat. Das geht unter den Schülern, das geht mit den Lehrern, das geht in den Familien zu Hause. Dann ist das Reich Jesu bei uns. Ich darf euch dafür den Segen geben und euch ganz gesegnete Osterfeiertage wünschen. Eine Woche habt ihr Ferien, damit ihr alles miterleben könnt. Einzug in der heiligen Stadt, letztes Abendmahl, Sterben am Kreuz und Auferstehen für immer im Glück Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott. Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.